Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Gutshaus Crope. Und ich denke, wir haben fast fertig hier die Etage für unsere Artillerieteilfrau. Dann können wir sie auch bald holen und hier zuweisen, beziehungsweise neu zuweisen. Die waren doch alle schon mal zugewiesen. Aber so mit den Geländern, das sieht alles sicher aus. Und wir haben, glaube ich, kein Geländer ausgelassen, so wie es aussieht. Das Bettchen hier könnte noch woanders hingestellt werden. Was auch interessant wäre, wenn man so, ja, wenn man vieles noch hätte, wenn man so Vorhänge, also hier könnten wir noch was machen, okay. Wenn man so Vorhänge hätte, dass man also, damit man hier so ein Bettchen zum Beispiel in die Ecke stellen kann. Das stört nämlich dort, finde ich. Ah, jetzt benutzen die Siedler also auch schon ganz gerne diese Etage hier. Ah ja, den Mixer. Muss der nicht mit Energie verbunden werden? Scheinbar nicht. Das finde ich genial. Also wenn sowas möglich ist, da ist ja noch viel mehr möglich dann. Also über ein DLC, wenn so eine Animation schon richtig drin ist, hier mit Tasten drücken und da bewegt sich was und die halten eine richtige Flasche darunter. Da kann man sehen, was noch alles möglich ist. Also ich kann es kaum erwarten, bis Teil 5 rauskommt und dann kommt's. Im fünften Teil wird nicht mehr gebaut. Da geht es nicht mehr ums Aufbauen. Das wäre aber ein Schlag ins Gesicht, oder? Naja, man soll nicht unken. Haben wir genug gesehen? Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich mir sicher bin, ob das gut ist. Also ich... Moment mal, das ist eine Wache. Ach, um die Wachposten müssen wir uns ja auch noch kümmern. Ob das so gut ist, wenn die Leute hier alle rumrennen? Weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt. Ja, so eine Animation, damit die hier noch Billard spielen oder so. Ja klar, man könnte so vieles machen. So Schießen und Krieg, ach, das ist Nebensache. Und Aufgabe hier, ach, Sean finden, unser Sohn wurde entführt. Ach, egal, wir bauen erstmal schön hier. Wir machen das alles schön. Aber machen wir ja auch. Ist doch auch schön, finde ich. Ja, du bist eine Wache. Ob wir dich hier oben irgendwo positionieren schon? Och, eigentlich... Nee, komm, eins nach dem anderen. Also, es fehlen noch Geländer hier drin. Ja gut, oder? Ja, das werden wir nie wieder richtig eingesetzt bekommen. Das lassen wir mal lieber. Da mit den Geländern lassen wir uns dann was anderes einfallen da oben. Ja super, jetzt benutzt ihr nämlich diese Treppen auch. Das wollte ich ja eigentlich... Ja, war zu früh, dass wir eben die Kochsachen und sowas aufgebaut haben. Haha, aber habt ihr gesehen? Ganz geschickt gemacht. Wir haben zwei Treppen hier gebaut. Ja. Sind wir euch zuvor gekommen. Von wegen uns immer die Treppen versperren. Ja, hier improvisieren wir, hier machen wir das dann damit zu, finde ich. Das passt auch zu den Treppen schön. Ja, wir wollten ja sowieso bei Was soll's? Die Serie soll ja auch noch weitergehen mal. Aber das soll schon irgendwie was... Ja, da muss ich mich schon richtig vorbereiten. Also, da muss ich Zeit für haben. Und da war ja unter anderem, da waren ja sehr viele Fragen auch und unter anderem war da dann ja auch die Frage hier Fallout 5, was wünschen wir uns? Das sollten wir dann bald mal machen. Hey, wieso kann ich das, naja, dann so eben. Da könnte man dann unter der Folge also auch mal reinschreiben. Jetzt nicht unter dieser, sondern wenn das kommt mit dem Vlog. Da könnte man sich mal richtig austoben und sich überlegen, was man da so will. Ich glaube, Bethesda nimmt sich dessen auch was an. Ja gut, nicht von unserem Kanal, hier wahrscheinlich weniger. Aber wenn man da in irgendwelche Foren schreibt, wo Bethesda vielleicht auch mal reinguckt... Da werden die bestimmt auch sich was annehmen, wenn man da so Vorschläge und Wünsche hat für Fallout 5.
Aber vielleicht kommt Fallout 5 nicht mehr. Ich habe gehört, dass als nächstes so etwas kommen soll, wahrscheinlich wie Fallout Shelter. Dass es da nochmal was geben soll. Aber das wäre auch logisch. Also so ähnlich wie Fallout Shelter. Das wäre aber auch logisch. Die haben ja Fallout Shelter, das hat ja prima geklappt, als Werbung für Fallout 4 genutzt. Und wenn da jetzt für Fallout 5 nochmal eine Werbung läuft, die dann vielleicht, also auch nochmal so einen Titel, der dann auch etwas länger läuft, also ich glaube, wir haben jetzt hier alles sicher, dann wäre das doch ein prima Einstieg in Fallout 5. Ich rede immer von Fallout 5. Ich bin vollends zufrieden mit Fallout 4. Wir sind ja noch lange nicht durch. Also wir haben noch so viele Missionen zu erledigen. Wir haben hier noch so viele Siedlungen auszubauen. Und nach Far Harbor wollten wir auch noch dort jeden Stein umdrehen. Ja gut, die Siedlungen, die Aufgaben meine ich, DLCs haben wir zwar schon fertig. Und in Nuka World haben wir schon jeden Stein umgedreht. Jetzt fällt mir gerade ein, wir hätten erst die Pfosten setzen sollen. Und dann hätten wir die Dinger dran machen sollen. Wisst ihr, welche Dinger ich meine? Die Dinger. Ja, geht auch so. Glück gehabt, was? Der Billardtisch, der stört etwas um die Treppe. In die Mitte hätte ich es gerne gesetzt. Also Nuka World haben wir fertig. Komplett, da haben wir auch jeden Stein umgedreht und wir haben dort sogar schon gebaut. Wobei uns da, glaube ich, das Glas ausgegangen ist. Wobei ich auch sagen muss, dass mir das zu groß wird. Und diese Siedlung, die wird doch jetzt schon zu groß. Das sieht man doch jetzt schon. Wenn wir jetzt noch weiter bauen, hier mit Pfosten und allem drum und dran, dann haben wir es auch bald geschafft. Und die Siedlung ist nicht mehr nutzbar. Genau anders hätte ich das ganz gerne. Den kleinen oben, den großen unten. Ach, jetzt machen wir das mal so ausnahmsweise. Klar, sonst mache ich das lieber andersrum. Damit man diese Schweißnaht dort nicht so sieht. Aber diesmal machen wir das eben so. Das klappt auch. Das sieht mir doch alles relativ stabil aus mit diesen Stahlpfosten hier. Stahlträger, super stabil. Und wie machen wir das hier oben? Kommen wir da vielleicht eine Etage tiefer noch? Also so an der Ecke, das wird mir ja schon gefallen. Ja, da so. Das wäre schon nicht schlecht, finde ich. So, ja, prima. Hier brauchen wir vielleicht gar nichts. Das hängt so vielleicht schon ganz stabil, das ist so angebaut. Ja, Holz hält ja auch mal was aus. Und solange da kein Sofa oder irgendwas Schweres draufsteht, könnte das so halten, finde ich. Man könnte das, ja genau, mit oben auch verbinden. Das da hat einen. Das reicht vielleicht, dieser eine Stützbalken. Die eine Stütze. Das muss nicht unbedingt sein, finde ich. Ach, sieht doch schon stabil aus hier, oder? Ja, hier wäre einer noch gut da unten. Ob das nicht mal zu viel ist für die Küche? Da müsste aber auf der anderen Seite auch noch einer hin. Ach, das geht schon. Das hält. Das hält. Das hält. Was können wir denn hier noch machen? Was können wir der Artillerieteilfrau noch Gutes tun? Jetzt mal abgesehen von Licht und Elektrizität und sowas alles. Das lassen wir erstmal. Na, so ein Schrank oder was? Nein, so Deko. Ach, das dauert ewig. Wenn wir Deko mit Dekorationen jetzt noch anfangen. Ach, ich glaube, das gibt nichts. Ich laufe hier rum die ganze Zeit, weil ich das so schön finde. Das gefällt mir so gut hier. Dass man hier überall so schön herlaufen kann. Und wir haben es gebaut.
Aber jetzt ist doch wirklich fertig hier, oder? Für die Artillerieteilfrau. Dann sollten wir eher mal gucken. Eine Sirene wäre vielleicht noch ganz gut. Ja, es geht in die Richtung Strom, oder nicht? Energie. Och, die Sirene. Wenn, dann müsste die hier, glaube ich, irgendwo hin. Ja, das ist auch die Geschichte wieder. Ich würde ja auch ganz gerne hier mit den Sirenen und so sehr viel mehr machen. Ach, den Rekrutierungsfunkleitstrahl haben wir auch abgebaut. Ja, der könnte eigentlich da oben drauf dann. Den haben wir ja immer ganz gerne oben, aber wer soll den dann an- und ausschalten? Also bauen wir den doch lieber hier irgendwo auf. Ach, hier vorne haben wir doch, glaube ich, noch Platz. Ja, aber da ist wieder hier das Artillerieteil. Da muss sie ja immer daran vorbeischießen. Das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Und so Richtung Meer wollen wir rekrutieren. Doch eher ins Landesinnere. Da unten hin vielleicht? Nein, 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 nein. Ja, hier hätte ich es ganz gerne, aber dann ist das auch ein bisschen schlecht mit dem Artillerieteil. Ich überlege gerade, ja gut, da könnte es auch mal hinschießen wollen. Ach komm. Ist ja egal, die funken ja in alle Richtungen. Das kann ruhig hier irgendwo hin. Spielt gar keine Musik. Wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Oh. Ja, dann stellen wir das so auf. Das sollte schon gehen. Und das andere Teil? Ja, das war zum einen hier... Jetzt sehe ich gerade hier den Voltec. Das Voltec-Bewohnerverwaltungssystem sehe ich gerade, aber... Ach, wenn man hier in irgendeine Kategorie mal reinrutscht aus Versehen, dann sieht man so vieles. Nein, nein, die Sirene sollte doch... Wo haben wir denn die Sirene? Bei den Schaltern? Es gibt eine Sirene. Bei der Glocke vielleicht. Aber... Warum sollte die hier sein, die Sirene? Da, Sirene. Aber weil die Glocke auch da ist. Sirene, hierhin. Ach, den Schalter kann man ja auch so von der Seite bedienen, oder? Ja, das geht. Wenn wir das so stellen. Huch, so kommt man an die... Ich sitze schon wieder zu gerade hier. So kommt man an die... Nee. An die Leiter ran. Um oben irgendwas zu reparieren oder das Kabel anzubringen. Und man kommt auch an den Knopf dran. Ja. Um Energie kümmern wir uns allerdings später erst. Nochmal, können wir das so lassen hier mit der Artillerieteilfrau? Ein Sofa hat sie da. Sie hat die Küche. Da könnte noch ein Tisch hin, aber ich finde, das reicht erstmal. Ich finde, was mir gerade einfällt, wenn wir hier schon einen Billardtisch haben. Mal sehen. Haben wir einen Tisch gleich mit Stühlen dran? Ich meine, so... Oh, Moment mal. Eine Theke, richtig, mit Essen und so. Ja, das fällt alles unter Dekoration. Da können wir im Moment nicht viel mit anfangen. Nee. Hört sich auch ein bisschen, dieser Mixer hört sich ein bisschen an wie so eine Soft-Eis-Maschine. Na, das wird ja noch Spaß machen. Jede Siedlung dann dekorieren noch. Da sind wir 10 Jahre zugange mit. Vielleicht machen wir eine Siedlung, dass wir da ordentlich Dekos reinhauen, denn wirklich, das dauert ja ewig. Und der Größenbalken wird immer voll, aber bei Deko-Sachen vielleicht nicht ganz so voll, das kann ja auch sein. Was wollten wir denn jetzt hier machen? Eine sehr gute Frage habe ich mir da jetzt gestellt. Was wollte ich jetzt machen? Ach, die Tische. Richtig, haben wir nicht gefunden. Unter Tische sind keine Tische, zumindest nicht die, die ich meine.
Aber hier sind sie, glaube ich. Vielleicht sofort mit Tisch dran. Unter Möbel und Stühle nämlich. Da haben wir doch. Ganz genau so etwas habe ich gemeint. Dass wir so etwas hier noch für die Gutste reinbauen. Ja, warum nicht direkt hier neben der Squishy-Maschine? Was habe ich gesagt? Squishy? Was ist das denn? Ich meine, hier, direkt hier neben dem Mixer. Squishy. So, da steht's. Da können sie sich setzen. Ach, sowas wollte ich haben hier, ganz gerne. Das reicht, oder? Haben wir noch irgendwas, was hier unbedingt hin muss? Jetzt rennen die echt alle hier oben rum. Naja, wir sind ja auch hier oben jetzt fertig soweit. Noch mehr Betten hier raufstellen zu ihr, damit sie nicht so alleine schläft hier oben immer. Was ist das denn hier eigentlich? Hier könnte doch auch noch was Schönes stehen. Ach, da kommt nachher eine Lampe hin oder so. Wie gesagt, das fällt alles mehr in den Bereich Dekoration. Was noch ginge, so ein Nachttisch vielleicht für ein Bierchen. Ja, da könnte man sogar sowas Schönes mal hinstellen. Ist aber ein bisschen hoch, wenn sie da so im Bett liegt. Das ist doch ein richtiger Nachttisch hier. Mit Schublade wollte ich sagen. Sieht aber gar nicht aus wie eine Schublade. Das sieht eher aus wie eine Tür. Da kann sie aber schön ein Bierchen draufstellen. So, da kann sie auch mal klöppeln und da so ein kleines Tischdeckchen noch irgendwie drauf packen. Vielleicht häkelt sie auch lieber. Das lässt mir keine Ruhe hier. Die müssen doch ihr Bier irgendwo abstellen. Was ist das hier eigentlich? Das ist doch schön klein. Oder sowas? Oh, schön rund. Ah ja, das gefällt mir. Wahrscheinlich soll man da so einen Tisch zusammensetzen. Oh, der hat ja nur ein Bein. Ah, für die Ecke. Das ist nicht schlecht. Schön. Ja, viel Spaß werden wir haben, wenn wir anfangen zu dekorieren. Oh, eine Schule könnten wir bauen. Wo sind die Schulen? Die Tische dafür. Also das sieht mir aus wie so eine Schulbank ohne Tisch. Das heißt nicht Tisch. Das ist das andere Ding. Das andere Ding heißt Stuhl. Und das meine ich auch. Ach, was Rundes hätte ich hier ganz gerne. Oder sowas Kleines. Die sind alle zu groß. Die Möbel. Oder einen richtigen Tisch hier vorstellen. Hier muss ja auch keiner rauf. So. Ja, dann lieber diesen hier. Wenn man sich da so stößt, dann tut's nicht so weh. Naja, gut, okay. Ist ein bisschen eng hier. Ja, da kommt keiner mehr durch. Hier auch nicht. Oh, wunderbar. Gut gemacht. Also schön. Kommt das hier hin. Ja, aber dieser Nuka-Mixer, der ist ja total beliebt, was? Die strömen ja von allen Seiten hierher schon. Naja, nichts Eckiges. Wie wäre es denn hiermit? Wir haben uns gefragt, wofür wir sowas überhaupt hier haben. Ja, schön klein. So ein Bierchen kann man da abstellen, aber... weit weg, da muss man einen langen Arm haben für. Ja, aber man kommt überall vorbei, das geht noch. Ja, was soll ich sagen, liebe Welt da draußen, wir sind am Ende der Folge. Ach was, jetzt schon? Ja, ist gleich soweit, schon wieder. Und ich bedanke mich dann für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und... bis zum nächsten Mal. Tschüss.